hier in der Schule sind vollauf mit den Wahlen zum königlichen Schülerrat beschäftigt. Aber eigentlich gibt es nur eine Kandidatin. Sie hat wieder mal keine Gegnerin. Applewhite. Londi, nur weil ich keinen Gegner habe, heißt das nicht, dass ich mir nicht auch die Krone abarbeite. In der Diskussionsrunde stelle ich meine Pläne vor zu königlichen Tänzen, königlichen Spendenfeiern, königlichen Sammelaktionen, königlichen Bla, königlichen Bla und königlichen Blablabla. Wäre es nicht toll, wenn auch mal jemand anderer... Ich mach's. Ich kandidiere gegen Applewhite. Wie bitte? Wählt Maddie! Wählt mich! Hüte statt Kronen! Leute, wählt Maddie! Oh, hey Raven, Dexter, bitte wähl mich! Au! Ich meine, au, oh Mann! Ach, und vielen Dank für die Anstecknadel! Achtung, Leute, es geht los! Liebe Märchenfreunde, willkommen bei der königlichen Ever After High Schülerratsdiskussionsrunde! Die erste Frage geht an Applewhite. Weshalb sollte man dich nicht wählen? Ich sage nur so viel. Ich werde den Schülerrat genauso leiten wie später mein zukünftiges Königreich. Absolut perfekt! Also, Maddie, auch dich möchte ich was fragen. Wieso kandidierst du eigentlich gegen Apple? Bist du... verrückt? Oh ja, und danke, dass du es merkst. Wenn das Eichhörnchen Nüsse frisst, noch nie klebt, wie viel Wasser passt dann in den See? Wie bitte? Du hast schon verstanden. Applewhite war lang genug Präsidentin. Maddie ist verrückt. Ich habe eine tetastische Idee. Es wäre ach so toll, wenn der Schülerrat die Schlosstore für die nicht ganz so kleinen vergrößern würde. Ich glaube, das ist kein Problem, aber zuerst bespreche ich das mit meiner Co-Präsidentin. Wo Eingänge zu Bärenhöhlen sich riesig weiten, verändere niemals den Sog der Gezeiten. Du hast es gehört. Sie wollen was? Du hast ganz richtig gehört, Raven Queen. Professor Rumpelstilzchen, das ist echt unfair. Sie können uns nicht über die Kapitel 1 bis 34 abfragen. Wir sind nicht weiter als bis Kapitel 2 gekommen. Ja, Sie wissen ja, ich kann nicht lügen. Das ist wirklich nicht nett. Habt ihr denn von Professor Rumpelstilzchen noch nichts gehört? Zu Beginn eines jeden Schuljahres lässt er einen irrsinnig schweren Test schreiben. Wisst ihr, was die Schüler tun, um ihre Note zu verbessern? Sie spinnen für ihn Stroh zu Gold. Und der Test ist auch schon morgen. Seht mal, ich bekomme direkt Stresssplitter. Wenn ihr wollt, gebe ich euch Nachhilfe. Ich habe schon immer und ewig für mich allein gelernt. Königlich cool. Wir beginnen mit den grundlegenden Elementen. Wie sollen wir denn den Test schaffen, wenn wir Briar nicht aufwecken können? Oh Mann, wenn sie Lernen nur halb so ernst nehmen würde wie Partys feiern. Oh, das ist es. Hey Leute, was ist los? Hallo. Na endlich. Und jetzt musst du wach bleiben und uns helfen. Also Leute, naja, wisst ihr was? Eine Sache finde ich immer richtig toll. Eine Lernparty. Die grundlegenden Elemente sind Feenstaub und Drachenfeuer. Feenstaub und Drachenfeuer. Die Zeit ist um. Mal sehen, wer alles durchgefallen ist. Raven Queen, eine 1. Applewhite, eine 1. Cedarwood, 1. Hunter Huntsman. Unterschätzt nie die Kraft einer Lernparty. Das ist sie, C.A. Cupid, die Tochter von Eros, dem Gott der Liebe. Derzeit geht sie noch auf die Monster High, aber schon bald wird sie feststellen, dass eine andere Schule ihr ganz besonderes Talent benötigt. Märchenschicksale sind heutzutage ja alles andere als gewiss. Werden die Prinzessinnen am Ende ihre Prinzen bekommen? Werden die Rebels ihre wahre Liebe finden? All diese Schüler benötigen Cupids Hilfe, um ihr glücklich bis ans Lebensende zu erhalten. Hallo, holde Fee der Liebe. Ich bin Hopper Croakington der Zweite und ersuche verzweifelt deinen überaus weisen Rat. Ich weiß genau, was ein Frosch braucht, um einen Prinz zu werden. Nein, mein Fräulein, warte! Hey, Hallöchen, du bist doch Cupid. Sollte man dich nicht viel eher Küsschen-Pit nennen? Oh, wenn ich drauf losplappere, werde ich wieder zum... Mist, ich wünschte, ich behielte meine poetische Sprache auch in meiner menschlichen Form. Doch zerspringt mein Herz in der Nähe dieser Schönheit, die sich Briar nennt. Weißt du was? Ich krieg das schon hin. Sag mir, was du für Briar empfindest. Nun, es gibt keine, die... Hopper? Moment, bist du etwa der heimliche Verehrer, der mich hier treffen wollte? Ach komm, zuerst schickst du mir einen Korb mit schokoüberzogenen Fliegen und dann einen stinkenden Strauß aus Sumpfgras. Es tut mir leid, aber ich möchte wirklich nicht mit dir zu der Party gehen. Meine geliebte Briar, die Schönheit dieser Nacht ist nichts im Vergleich zu der Schönheit, die du besitzt. Hopper, diese romantische Seite kenne ich gar nicht an dir. Hey, Cupid! Oh,
du mir vielleicht noch etwas sagen? Du bist unglaublich scharf. Ich meine... Mist! Oh, quack, quack. Ich hab die Schuhe. Wie wär's jetzt mit einer Umarmung für deinen Helden? Oh, ich hoffe, das bist du, Hunter. Das weißt du doch, Liebling. Vielen Dank, dass du sie geholt hast. Jetzt musst du aber gehen. Tut mir leid, Schatz, aber ich habe weniger als eine Stunde Zeit, um die Schuhregale dafür herzurichten. Blondie und Briar werden jede Minute hier sein und sie dürfen doch nichts von uns wissen. Vielleicht komme ich später wieder und dann können du bist der Beste. Einen Kaffee trinken? Und jetzt stehe ich hier. Danke für eure Hilfe. Also, wir haben nicht viel Zeit, aber... Kein Problem, Ashlyn. Wie ich sehe, hast du das Podest schon aufgestellt. Wir rücken es nur noch etwas nach links. Dann scheint das Tageslicht auf die Schuhe und gibt ihnen diesen Hallo-Effekt. Ist doch genau richtig, oder? Ich denke schon. Briar, und? Pesky! Oh, dir werde ich's zeigen. Und deshalb werden Glaspantoffeln völlig überbewertet. Pesky? Jetzt platzt mir aber gleich der Kragen. Wir haben bis jetzt nur einen einzigen Karton ausgepackt. Und der Laden öffnet in weniger als einer Minute. Wie sollen wir das denn schaffen? Verstecken kannst du dich nicht! Hunter, nein! Wow. Und bekommen wir was geschenkt, weil wir geholfen haben? Bist du jetzt bereit für eine Heldenumarmung? Oder vielleicht für einen Kuss? Pesky! Tut mir leid, Carmine. Ich würde so gern mit dir weiterspielen, aber ich muss in die Schule. Meine Ohren. Geh, lauf zu deinem Rudel. Du hast den Wolf bei einem Wettrennen geschlagen. Wie hast du das nur geschafft? Ich bin ganz Ohr. Kitty, du darfst niemandem etwas verraten. Oh. Cerise? Raven? Lass mich raten. Deine Ohren. Willst du darüber reden? Ja, ich denke, es würde mir helfen, endlich mit jemandem zu reden. Meine Familie umgibt ein dunkles Geheimnis. Deine Mutter, Rotkäppchen, hat den bösen Wolf geheiratet? Keine Sorge, ich verrate kein Wort. Nicht wegen dir mache ich mir Sorgen. Wir laufen ein paar Runden. Schnell rennen zu können ist sehr wichtig, falls irgendein verrückter alter Bäcker versucht, euch zu fressen. Gut, seid ihr bereit? Los! Kitty! Oh nein! Hallo, Cerise! Gibt es irgendwas, was du uns, sagen willst? Wahnsinn! Der Geschwindigkeitszauber, mit dem ich deine Turnschuhe belegt habe, hat echt geklappt. Was? Ich zeige ihn dir. Raven, danke. Keine Sorge, Kitty, er lässt bald nach. Oder auch nicht. Und da war ich nun, Professor Jack B. Nimble, bereit, über einen Kerzenhalter zu springen. Als mir klar wurde, dass es gar keine Kerze war, sondern ein Nest voller feuerspeiender Drachenbabys. Eure Aufgabe ist es, euch ebenfalls eine Lügengeschichte auszudenken. Naja, wissen Sie, da ich verflucht bin, niemals zu lügen, muss ich immer die Wahrheit sagen. Gut. Wieso erzählst du dann nicht eine wahre Geschichte aus deinem Leben, die so übertrieben ist, dass sie sich anhört wie ein Lügenmärchen? Perfekt. Moment, wie finde ich denn eine solche Geschichte? Toll, was für kräftige Muskeln du hast. Damit ich dich besser umarmen kann. Später nochmal. Habt ihr etwa gerade ein Date? Was? Nein, das ist doch albern. Natürlich haben wir kein... Romantisches Picknick, herzförmige Muffins. Ehrlich, Leute, ich bitte euch. Das hat nichts mit Romantik zu tun. Mein Onkel hat sie für uns gebacken. Und was ist...
damit eure Initialen in einem Herz? Oh, das haben wir nicht reingeschnitzt. Das war bestimmt der, ja, der Specht. Du bist ein böser Specht. Okay, na schön. Und was ist dann damit? Ashlyn, ich bin so froh, dass wir uns heimlich sehen. In Liebe, Hunter Huntsman. Ich meine, das sagt doch alles. Mann, diese Zeilen für mich? Wenn Professor Nimble mich fragt, ob heute irgendwas Dramatisches passiert ist, werde ich allen von eurem heimlichen Date erzählen müssen, Leute. Ich kann doch nicht lügen. Was hast du jetzt vor? Das kannst du nicht sagen. Splitter nochmal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Tja, ich bin raus in den Wald gegangen und da habe ich etwas ziemlich Unglaubliches gesehen. Ich war Hunter und Ashlyn. Die hatten einen romantischen Rhythmus. Dieses Mädchen ist total verrückt. Und das nur für uns. Und das war so zauberhaft. Dex? Dexter? Dexter Charming! Ja, hier. Ich meine, hi, Cupid. Was ist denn mit dir los? Und das war das Ende der Geschichte, Maddie. Oh, Raven. Naja, du weißt schon, Briar gibt am Freitag eine Party und ich würde so gerne mit Raven dorthin gehen. Aber ich habe solche Angst, es zu vermasseln. Es gibt doch noch andere Mädchen an der Schule. Heißt das, du fragst Raven für mich? So habe ich das nicht gemeint. Ich wünschte, ich wäre wie mein Bruder. Wenn ich der tolle Daring Charming wäre, dann würden mir die Mädchen zu Füßen liegen. Wortwörtlich. Wieso probierst du deine Datingfähigkeiten nicht bei Freunden aus? Das ist eine tolle Idee. Du bist die Beste. Wie wär's mit einem kleinen Danke-Küsschen? Das sind die großen Beschwörungskünste. Dinge hey, aus dem Briar, wenn ich dich fragen würde, willst du mit mir ausgehen? Was würdest du... Oh, Mann. Und? Tat das weh? Tat was weh? Als du aus dem Himmel gefallen bist, denn Maddie, du bist wie ein Engel. Oh, du sprichst auch rätselisch? Oh, Mann. Also, dieses Wochenende? Du und ich? Oh, Mann. Was dagegen, wenn ich mich setze? Raven, sitzt du auch gern hier oben? Das ist der beste Platz in der ganzen Schule, um den Sonnenuntergang zu sehen. Hey, hast du Lust, mit mir am Freitag zu Briars Party zu gehen? Was? Ja, ich gehe da lieber mit einem Freund hin. Ist entspannter, wenn du verstehst, was ich meine. Exzellent. Wir sehen uns am Freitag. Juhu! Ich gehe zu einer Party mit Raven Queen. Rex, es hat funktioniert. Du bist die Beste. Da wären wir also am Tag nach dem Schicksalstag. Und die Beziehungen zwischen den Rebels und Royals an der Ever After High sind alles andere als märchenhaft. Wenn ihr mich fragt, hat Raven den Schicksalstag total ruiniert. Hey, Raven will ihr glücklich bis ans Lebensende eben selbst schreiben und sich ihr Leben nicht von den Royals vorschreiben lassen. Oh, bitte. Wir alle haben gesehen, was am Schicksalstag tatsächlich passiert. Wenn ich nicht das Schicksal haben kann, das ich will, dann werde ich dafür sorgen, dass niemand seins bekommt. Ich werde euch erzählen, was genau passiert. Meiner Meinung nach sollten wir die Rebels endlich auf ihre eigene böse Schule verbannen. Seid ihr verrückt? Das ist so doch nicht passiert. Ah, wisst ihr, wie wir vernünftig damit umgehen? Wir ignorieren es. Na schön. Oh nein, das hast du jetzt nicht getan. Jetzt geht das wieder los. Ich weiß, ihr seid jetzt alle durcheinander. Und Apple und ich sind auch nicht immer einer Meinung. Aber das muss nicht heißen, dass sich unsere Freunde deswegen streiten. Es macht mich glücklich, dass wir uns hier einig sind. Mich auch. Und außerdem ist es ja auch nicht so, als würden wir unser Schicksal tatsächlich ändern. Wir haben ein glücklich bis ans Lebensende. Nur du nicht. Oh, wirklich? Okay. Oh, bei. Fang mir jetzt etwa auch so an? Na schön. Da siehst du, was Raven angerichtet hat. Diese Schule wird nie wieder dieselbe sein. Genau. Und ich glaube, das ist doch gut so. Das ist fabelhaft. Komm schon, Raven. Was ist los, hä? Es geht um Apple. Sie ist richtig sauer wegen des Schicksalstags. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, damit sie sich wieder besser fühlt. Wie alle Märchenprinzessinnen braucht sie einen Erzfeind, einen Yin für ihr Yang, damit sie im Gleichgewicht bleibt. Also, ich muss nur jemanden finden, der meinen Platz als Apples Bilderbuchbösewicht einnehmen will. Ich mach's.
Es war schon immer mein großer Traum, das allerböseste Schwein der Schule zu sein. Hey, Raven, ich hab was echt Diabolisches getan. Stell dir vor, ich hab heimlich den gelben Senf gegen den braunen Senf ausgetauscht. Wow, diese Hotdogs sind heute spitze. Ich weiß, ich glaube, es ist der neue Senf. Okay, okay. Dann werde ich nun gemeingefährliche, gasgefüllte Ballons auf all die ahnungslosen Schüler werfen. Ba-ba-bam! Wirklich? Mit was für einem Gas hast du sie denn gefüllt? Helium. Okay, Helium ist nicht sehr gefährlich. Es passiert nur das. Ich habe gehört, du versuchst, einen Ersatzbösewicht zu finden, um mich glücklich zu machen? Das ist so gemein. Wie bitte? Du und ich, wir sind dazu bestimmt, Gegenspielerinnen zu sein. Aber das will ich nicht. Ich will von nun an mein Schicksal bestimmen. Wieso kannst du das Mädchen? Denn nicht verstehen? Ich kann nicht Mädchen? Glauben, dass du mir das antust. Mädchen! Hi, tut mir leid, ich möchte keine böse Königin mehr sein. Hast du nicht gesagt, dass das dein großer Traum ist? Das war heute Morgen. Jetzt möchte ich ein Ballonflieger sein. Ba, ba, ba. Und so setzt sich der Streit an der Ever After High fort. Vielleicht werden sich die Dinge auf magische Weise klären. Ja, wenn Schweine fliegen lernen. Entschuldigen Sie, Professor Rattenfänger? Können Sie uns die Melodie nochmal vorspielen? Aber natürlich, meine Liebe. Kitty, du weißt doch, was passiert, wenn... Oh ja, hatte ich ganz vergessen. Raven Queen, bitte sofort ins Büro von Baba Yaga. Ich? Ja, du. Madame Yaga ist alles... Okay. Raven, nimm bitte Platz. Als Fachbereichsleiterin gehört es auch zu meinen Aufgaben, mit den, Problemschülern zu reden. Was? Ich hab gar keine Probleme. Wir sind hier, um dich auf den rechten Pfad zurückzuführen. Den falschen Pfad. Deine Freunde werden es dir erklären. Raven, wie du weißt, finde ich dich ganz toll. Aber neulich zum Beispiel hast du einfach diese Unvergänglichkeitstinte über mein Ballkleid geschüttet. Es war doch keine Absicht. Es tut mir wirklich leid. Und ich habe mich mindestens 100 Mal entschuldigt. Siehst du, du sollst dich doch gar nicht entschuldigen. Du musst böse sein. Oh, aber was, wenn ich gar nicht böse sein... Raven! Du bist hier, weil du zuhören sollst. Briar, willst du als Nächste mit dir reden? Also, Leute, ich habe eine Bungee-Jumping-Plattform auf dem Ostturm aufgestellt. Briar, Hokus-Fokus. Maddie? Ich finde Raven einfach tetastisch, und zwar so, wie sie ist. Ich wusste nicht, dass wir hier sind, um sie unter Druck zu setzen. Mir haben sie gesagt, sie möchten gerne mit uns zusammen Tee trinken. Ja, war eine Lüge. Wir haben noch nicht gehört, was Lizzie Hartz uns sagen will. Ich sag, kuss ab! Wir müssen eine Lösung finden. Raven Queen! Genau das erwarten wir von einer bösen Königin. Ich denke, wir haben hier einen echten Fortschritt erreicht. Aber wie verwandle ich mich jetzt wieder zurück? Ich will nicht ewig ein Hühnchen bleiben. La 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 la. Hey, Apple, könntest du es bitte lassen, so früh am Morgen zu singen? Oder ganz? Oh, du Spaßvogel. Spieglein, Spieglein, so clever und smart. Wer ist die Schönste im Internat? Das bist du, Applewhite. Oh, du tollster Spiegel auf der Welt. Ich leih mir ein bisschen Schmuck von Briar. Bin gleich wieder da. Ob ich wohl mit Magie noch etwas mehr Power in diesen Spiegel bringen kann? Nein. La 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 la. Magischer Spiegel, sag mir, was du denkst. Was ich denke? Oh, mein Spiegel, was ist denn passiert, als ich weg war? Nichts. Nichts, an das ich mich erinnern würde. Das ist eine königliche Märchenkatastrophe. Komm mit, wir besorgen dir einen neuen Spiegel. Ein Spiegel? Hier, bitte. Hast du vielleicht noch einen größeren Spiegel? Man weiß nie, wann man unterwegs mal gut aussehen muss. Ich habe ein Problem damit, genau den richtigen zu finden. Manche Spiegel sind zu schmal, manche zu breit. Oh, oder mir gefällt der Rahmen nicht. Du möchtest dir meinen Spiegel ausleihen? Na, okay. Lass mich nur noch mal kurz gucken. Oh. Den gibt er doch niemals her. Glaube ich auch. Okay. Das ist wirklich das Allerschlimmste, das jemals irgendjemandem passiert ist. Apple, ich habe deinen magischen Spiegel zerstört. Das weiß ich doch. Wie bitte? Na hör mal, du bist doch zur bösesten Person im Land bestimmt. Deshalb habe ich mir gedacht, dass du es warst und gelogen hast. Und bis mein neuer Spiegel eintrifft, habe ich eine Idee. Du kannst es nämlich wieder gut machen. Ist das hier nicht perfekt, um es im Schatzmeisterei-Unterricht zu tragen? Ja, natürlich. Schönste im... Au,
Mann, ist das Ding schwer. Fall bitte nicht aus der Rolle. Ich will dich nicht immer Schönste nennen. Komm, sei eine brave, böse Mitbewohnerin. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different.